Bevor ich auf die Margaritenroute treffe, komme ich durch Naxco. Wikipedia sagt dazu, das ist die größte Stadt auf Lolland mit 12.500 Einwohnern. Wie an vielen anderen Orten auch, wurde hier die Werft irgendwann geschlossen. Und dort werden jetzt von der Firma Vestas Rotorblätter hergestellt für die ganzen Windkraftanlagen. Ja, wir drehen mal eine Runde durch die Stadt. Da wird man feststellen, wir fahren hier auf einer Fahrradstraße oder wie auch immer das rechtlich in Dänemark so aussieht. Auf jeden Fall ist hier auf der Straße ein Fahrrad markiert und die Straßenschilder sagen auch, dass man sich auf einem Fahrradweg befindet. Offensichtlich haben hier Fahrräder und Fußgänger Vorrang in der Stadt vor sämtlichen motorisierten Verkehr. Ja, was gibt's hier zu sehen? Die wichtigste Sehenswürdigkeit der Stadt ist die gotische St. Nikolai-Kirche aus dem 15. Jahrhundert. Und hier in der Altstadt gibt es einige Häuser aus dem 16. bis 18. Jahrhundert. Hier kommen wir an der Zuckerfabrik vorbei. Diese Zuckerfabrik ist die größte in Dänemark. Hier werden pro Tag 12.000 Tonnen Zuckerrüben verarbeitet. Und an der Stelle musste ich das erste Mal einen langen Hals machen, um das Margaritenschild zu entdecken. Da bin ich nun also auf der Margaritenroute. Das ist dieses Jahr mein Plan. Also so wie es aussieht, bin ich hier an der ersten Sehenswürdigkeit, die König-Svens-Höhe, vorbeigefahren. Das kann sein, dass das Schild irgendwie dort verwittert war, ich weiß nicht, irgendwas war da, aber ja, da bin ich schon vorbeigefahren. So viel zu den 1000 Sehenswürdigkeiten. Jetzt im Nachhinein habe ich mal rausgefunden, was die König-Svens-Höhe denn ist, nachdem ich da nur vorbeigefahren bin. Es ist ein sogenanntes Ganggrab und auch noch eines der größten und besterhaltensten in Dänemark. Ja, das ist zwischen 2800 und 3500 vor Christi entstanden. Wahnsinnig alt. Na, da habe ich wohl doch ein bisschen was verpasst. Ich bin hier in Kregenes
2 Kilometer abgezweigt von der Margaritenroute. Und da hinten sind Steinfiguren. Das sind die Dodekaliten. Das hatte mir die Chefin vom Campingplatz gestern gesagt. Aber da ist jetzt noch eine Viertelstunde hin zu laufen. Das ist immer nicht so gut. Das Wort Dodekalit kommt aus dem Griechischen und bedeutet 12 Steine. Ja, also das sind 12 Steinfiguren, die 7 bis 9 Meter hoch sind und 25 bis 45 Tonnen schwer. Und in diesem Steinkreis läuft rund um die Uhr elektronische Musik, die eigens für diesen Ort komponiert wird. Ja, 2025 wird dieses Kunstwerk fertiggestellt sein. Und was der Witz ist, die Dodekaliten befinden sich auf einer Anhöhe. Die heißen die Lollender Alpen. Nicht weit weg ist der Knuthenburg Safari Park, der größte Safari- und Erlebnispark in Nordeuropa mit einer Fläche von 600 Hektar. Der wurde 1866 eröffnet, seit 1969 ist es mehr oder weniger ein Safari-Park geworden mit über 1000 Tieren, 40 Tierarten. Tierarten Afrikas und Australiens gibt es da zu sehen und man kann da mit dem Fahrzeug durchfahren. Ich fahre durch Maribor. Das ist eine Stadt mit knapp 6000 Einwohnern. Die größte Sehenswürdigkeit in Maribor bzw. deren Umgebung ist der eben angesprochene Safari-Park. Und versuche irgendwo Schutz zu finden vor einem herannahenden gewaltigen Regenschauer. Wie letztes Jahr in Schweden gibt es auch hier UFOs in Maribor auf Lolland. Ich stehe in Maribor an der Tankstelle. Käppchen, habe ich mich vorm Regen geflüchtet. Hab gerade gesehen auf der Karte, ich bin genau in der falschen Richtung unterwegs. Das ist ein bisschen die Schwierigkeit mit der Margaritenroute, wenn man durch die Städte fährt. In den Städten ist es schlecht ausgeschildert. In Maribor fehlt auch ganz am Anfang, wenn man reinkommt. Das komplette Schild, das ist nur noch halb da und da steht nichts mehr drauf. Da sind bloß noch irgendwelche Pfeile. Ja, da bin ich genau falsch abgebogen, bin durch die Stadt gefahren und ich hätte vorher nach rechts fahren müssen. Ja, fahre ich halt wieder zurück, um dort an der Stelle die Margaritenroute anzuknüpfen. Nüste, 1300 Einwohner, beschaulich, keine besonderen Vorkommnisse.
Die Windkraftanlagen sind der Lüse Haumüllpark. 2003, als der gebaut wurde, war das der größte der Welt, gemessen an der jährlichen Stromerzeugung. Das ist unterteilt in zwei Windparks, die zusammen 370 Megawatt Leistung bringen. Insgesamt stehen hier 162 Windkraftanlagen. Camping. Ich habe mich jetzt gerade mal versucht, ein bisschen vorm Wind zu verstecken. Das ist ganz schön windig. Da ist das wieder mit den Videos so eine Sache. Ulslev Camping auf Falster. Und das ist ein absolut traumhafter Campingplatz. Überall diese Bereiche, wo man stehen kann zwischen den Hecken. Äußerst großzügige Plätze. Typisch dänisch. Super Sanitäranlagen. Warmes Wasser für 5 Kronen. 3 Minuten 35. Völlig ausreichend. Gar kein Problem. Bezahlt habe ich 160 Kronen. Das sind 22 Euro. Ja, also ein ganz wunderbarer Platz. Was auf jeden Fall total geil ist, hier gibt es eine Sitzecke. Und da gibt es auch noch ein neckisches Detail dazu. Damit die sich nämlich keiner irgendwo hinziehen kann, sondern dass irgendwie für alle da ist. Und vor allem für die Fahrradcamper, Motorradcamper. Ich habe nämlich schon gesehen auf dem Campingplatz, da haben sich das wirklich Leute, die eigene Sitze haben, sich zurechtgezogen. Ja, jetzt will hier jemand durch, bitteschön. Ja, und das ist halt ziemlich uncool. Und was hier noch total traumhaft ist an dem Platz, hier gibt es keine Ameisen. Auf dem anderen Platz war nämlich alles voller Ameisen. Die sind auch nachts in den Schlafsack teilweise gekrabbelt. Also nie jetzt in Scharen, aber die eine oder andere war doch mal drinne. Beziehungsweise im Zelt. Ja, das ist dann nicht so fetzig. Hier ist richtig dicker oder harter Boden, deswegen musste ich mir... Deswegen musste ich mir hier erstmal am Strand einen Faustkeil besorgen, damit ich die Heringe reinkriege. Aber das absolut eben hier und also das ist ein richtig, ich kann mich da einfach nie beruhigen, ein richtig toller, geiler dänischer Campingplatz. So sieht das mal aus. Und ich werde dann noch an den Strand runtergehen. Mit Baden ist nichts. Der kalte Wind, das ist. Ist sehr ungemütlich. Zum Sitzen, wenn es regnet. Sehr schön. Restaurant gibt's. Da bin ich also nun am Strand. Ist das nicht toll hier? Und im Gegensatz zur Westküste, wo ich gestern war, mehr oder weniger Westküste, ist hier wieder alles spiegelglatt, trotz heftigen Winds, den wir heute haben. Vielleicht hört man es und sieht man es hier oben in den Bäumen rauschen, im Blätterwald. Ja, ich bin gerade ein bisschen irritiert. Ich wollte jetzt eigentlich mit den Füßen mal, also zum ganz reingehen ist es irgendwie nicht so durch den Wind und jetzt fällt gerade die Sonne. Hier ist alles voller Quallen. Uncool. Vielleicht ist auch das der Grund, warum hier weit und breit keiner drin ist. Da hinten war ein Mädel drin, die kommt gerade wieder raus. Vielleicht sieht sie das ähnlich. Aber ein kleines bisschen spült mir hier das Wasser um die Füße. Und das ist,
frisch. Ja, sieht man das nochmal? Hier stehe ich und hier sind schon die ganzen Quallen. Aber auf jeden Fall ist das trotzdem sehr, sehr schön hier. Genau. Ja, zu dem Sandspielen. Vielleicht kann ich ja mitmachen. So, naja, ich bin doch ein Stück reingegangen. Geht. Und die Quallen, die scheinen sich bloß im Spülsaum hier zu sammeln. Ja, ansonsten geht's. Da hat die Eiszeit ja hier ein paar nette Findlinge abgesetzt. Die Margaritenroute. Es lässt sich ganz schön fahren über viele kleine Sträßelchen, aber es ist wirklich ganz wunderbar. Super ausgeschildert, also eigentlich an allen Kreuzungen steht das bekannte Margaritenschild. Pfeil links, Pfeil rechts oder halt mal kein Pfeil. Die Schwierigkeit ist allerdings nur in größeren Ortschaften, Städten, da verliert man das mal schnell. Also ich bin heute einige Stücke zurückgefahren. Musste erst mal gucken, wo es wieder richtig weitergeht. Aber das fällt kaum ins Gewicht, was man da vielleicht noch zusätzlich drauf packt. Auf jeden Fall ist es eine lustige Sache, ausschließlich dieser Route zu folgen. Also manchmal sind die Straßen wirklich so schmal, da denkt man, kann man hier überhaupt noch lang fahren? Da ist auf jeden Fall alles für Fahrräder ausgeschildert. Aber das scheint zu gehen. Allerdings für große Wohnwagengespanne und große Wohnmobile, denke ich nicht, dass das, also zumindest hier jetzt, bis jetzt, von Lolland zu Falster, denke ich nicht, dass das sehr geeignet ist. Mal gucken, wie sich es weiterentwickelt. Morgen wird es über Möhnen gehen. Da werde ich allerdings nicht die Klippen besuchen. Da war ich schon. Das werde ich dann verlinken, wenn es soweit ist. Genau. Und dann Richtung Kopenhagen, nach Seeland rüber. Ja, mal gucken, wie es weitergeht. Ich bin selber gespannt. Die Spannung jetzt nicht in dem Sinne, dass ich gar nicht weiß, wo es lang geht, weil die Route ist ja klar festgelegt. Aber was denn alles so zu sehen ist. Und das ist wirklich ganz, ganz großartig. Es weht weiterhin ein mächtiger Wind und ich frage mich, wie ich das jahrelang ohne Windschutz ausgehalten habe. Wir haben es jetzt gleich 9:30. Das ist eine Wahnsinnsruhe jetzt hier. Es sind ja ein paar Angler, meine Stellplatznachbarn, auch aus Dresden. Ansonsten ist hier niemand.